Frauen wollen, glaube ich, wenn man das kurz fassen will, ihr Leben leben, ihr Leben gestalten und nicht gelebt werden. Die ÖVP rühmt sich ja, eine Familienpartei zu sein. Und Familien, gesunde Familien gibt es nur, wenn es glückliche Frauen gibt. Das heißt, das Schicksal der Frauen, die Möglichkeiten der Frauen müssten im Vordergrund stehen. Das wichtigste Ziel ist, noch mehr Frauen zu motivieren, in die Politik zu gehen und auch Verantwortung in der Wirtschaft zu übernehmen. Nicht permanent zu hinterfragen, was kann ich nicht, sondern einfach auf die Stärken zu setzen. Und die Frauen sind sehr kompetent und vor allem auch sehr durchsetzungsstark. Also es ist natürlich wichtig, dass wir diese 30%-Quote bei Aufsichtsräten haben. Ich wünsche mir natürlich auch, dass das auch für die Vorstandsmitglieder gilt. Wir haben hier wirklich starke Anstrengungen unternommen, um hier für die Kinderbetreuung wirklich auch entsprechend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Da hat die Sophie Kammersehen, unsere Frau Ministerin, wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Und wir haben auch alles getan, damit wir die Teilzeit für die Frauen auch entsprechend finanziell verbessern. Es war ja lange Zeit so, dass Teilzeitstunden weniger gut bezahlt wurden, jetzt ist es gleich. Wir haben mit dieser Enquete einen Startschuss setzen wollen für eine österreichweite Diskussion, was Beteiligung von Frauen betrifft und die Durchsetzung von Interessen von Frauen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir solche Fachenquetten auch in den Ländern anbieten. Wir im Salzburger Landtag, im ÖVP-Club, sind sehr gut aufgestellt. Wir sind halbe-halbe im Landtag, was die Mandatare anbelangt. Wir stellen die Landtagspräsidentin, ich darf als Clubobfrau den Club führen. Aber wir haben noch durchaus Handlungsbedarf, was die Regierungsbeteiligung von Frauen anbelangt. Also es gibt noch einiges zu tun.